Regierung und was sie darüber weiß. Doch inmitten all der bloßen Theorien scheint eines gewiss, dass die Öffentlichkeit nicht alles erfährt. Es gibt unzählige Verschwörungstheorien um die Area 51. Sie dient den Leuten als freie Projektionsfläche für ihre Ängste. Obwohl bei weitem nicht alle dokumentiert wurden, gibt es tausende aktenkundige UFO-Sichtungen und angebliche Kontakte mit Außerirdischen. Von einem mysteriösen Absturz 1897, 6 Jahre vor dem ersten Flugversuch der Wright-Brüder, über die Schlacht von Los Angeles 1942, als UFO-Sichtungen einen massiven Flakbeschuss über der Stadt auslösten. Bis zum berühmtesten angeblichen UFO-Absturz der US-Geschichte in Roswell, New Mexico. Wenn ich für Militär und Regierung verantwortlich wäre, würde ich genauso handeln und alles geheim halten. Seit Jahrzehnten vermuten Verschwörungstheoretiker einen Ort im Zentrum dieser Vertuschung durch die Regierung, die Area 51. Das militärische Sperrgebiet befindet sich mitten in der Wüste von Nevada, 140 Kilometer nördlich von Las Vegas. Der Name bezieht sich auf eine Gitternummer, die sich auf einer alten Karte der größeren Einrichtung namens Nevada Test and Training Range findet. Fast unmittelbar nach der Errichtung 1955 kamen Berichte von seltsamen und ungewöhnlichen Aktivitäten auf. Die Existenz des Gebiets ist noch nicht einmal offiziell dokumentiert. Bis vor kurzem wurde geleugnet, dass es überhaupt existiert, obwohl die Leute davon wussten. Mysteriös. Im Laufe der Jahre konnte man sich mehr und mehr ein Bild von diesem geheimnisvollen Ort machen. Viele sind der Meinung, dass er vor allem als Versuchsgelände für das geheime Spionageflugzeugprogramm der Regierung dient. Heutzutage ist die Area 51 sehr geschäftig. Sie haben neue Landebahnen und neue Hangars gebaut. Es gibt jetzt rund 2 Dutzend Hangars. Ein Indiz dafür, dass dort viele Programme am Laufen sind. Area 51 wurde als Testbasis für geheime Flugzeuge und Waffensysteme errichtet. Das ist alles, was wir mit Sicherheit wissen und alles, worauf Beweise schließen lassen. Doch Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass diese geheimen Waffensysteme nur zur Verschleierung der Wahrheit dienen. 1989 etwa gab es Behauptungen von Programmen weit jenseits von Spionageflugzeugen. Da draußen gibt es eine riesige unterirdische Basis und dort arbeiten sie mit den Außerirdischen. Das mag unglaublich erscheinen, aber dort gibt es überall Aliens. Wenn wir alles miterleben könnten, was da gemacht wird, wären wir völlig von den Socken. Wir könnten uns all die verschiedenen Versuche dort gar nicht vorstellen, geschweige denn die Technologie verstehen. Mystery Quest will versuchen, mögliche Beweise für Vertuschungen der Regierung aufzudecken. Unser Team wird nach physischen Indizien von UFOs in der Wüste um Area 51 Ausschau halten. Dazu werden sie aktenkundige Absturzstellen absuchen. Pete, wir haben hier was. Schau dir das mal an. Das wissenschaftliche Team wird geborgene Metalltrümmer untersuchen und bestimmen, ob sie irdischen oder außerirdischen Ursprungs sind. Was haben wir da? Wir werden zudem mit einem ehemaligen US Air Force Piloten sprechen, der behauptet, die Regierung versuche aktiv Wissen um Begegnungen mit Außerirdischen zu unterdrücken. Es war top secret. Sie dürfen es weder Ihrer Frau noch Ihrem Befehlshaber noch dem Geschwader erzählen. Das Team wird zudem Kameras rund um den Stützpunkt positionieren und nach jeglichen Anomalien Ausschau halten, die im Wüstenhimmel erscheinen könnten.
Es wird ein leistungsfähiges Teleobjektiv benutzen, um weiter in die Area 51 hineinspähen zu können als je zuvor. Da ist es. Wir werden eine neue Örtlichkeit untersuchen, um festzustellen, ob die Regierung heute andernorts Alien-Experimente durchführt. Jahrzehntelang fand der Betrieb der Area 51 im Geheimen statt. Viele sind der Meinung, dass es in der Area 51 UFO-Aktivitäten gibt. Nicht ohne Grund, angesichts all der Geheimhaltung. Und Bob Lazar hat die Katze aus dem Sack gelassen. 1989 behauptete der umstrittene selbsternannte Physiker Robert Lazar, dass die Regierung in der Area 51 außerirdische Raumfahrzeuge erprobte. Eines Nachts kam Bob vorbei und sagte, ich habe eine Untertasse gesehen. Ich fragte, von uns oder von denen? Er sagte, von denen. John Lear, ein pensionierter Pilot, ist ein enger Freund von Robert Lazar. Lear behauptet, Lazar habe ihm erzählt, er habe in der Area 51 an der Analyse von Antriebssystemen außerirdischer Raumfahrzeuge gearbeitet. Diese Raumschiffe konnten angeblich Millionen von Kilometern in einer Stunde zurücklegen, indem sie eine atomare Substanz namens Element 115 benutzten. Der Raum ist ein dehnbares Gewebe. Wir stellen ihn uns als etwas Kaltes vor. Dort gibt es nur ein Wasserstoffatom pro Quadratmeter. Und wenn man in 12 Millisekunden 1,5 Millionen Kilometer zurücklegen kann, dann ist das verdammt schnell. Um seine Behauptungen zu beweisen, führte Bob Lazar im März 1989 John Lear zu einem Punkt außerhalb des Stützpunktes. Er sagte ihm genau, wo und wann er mit eigenen Augen ein außerirdisches Raumschiff sehen würde. Er stieg herab und alle sagten, da ist es. Ich konnte das Gelbe sehen und das Goldfarbene. Es strahlte und stieg herab. Und ich konnte sehen, wie es den Bergen näher kam. Es hatte die klassische Untertassenform. Wenn man zwei Teller aufeinander legen würde, es wäre eine fliegende Untertasse. Genau das sah ich. Wir sind an einem geheimen Versuchsgelände und vor ein paar Minuten sahen wir eins der außerirdischen UFOs der Regierung. Wir haben das etwa 7 oder 8 Minuten beobachtet. Lear war völlig verblüfft und bis heute ist er überzeugt, dass es nicht von dieser Welt war. Es war genau an dem Tag, in der Nacht und zu der Zeit, als es auftauchte. Er musste also dort gearbeitet haben und an dem Programm beteiligt gewesen sein, um an solche Informationen zu kommen. Unser Team befindet sich in der Nähe der Area 51. Es will herausfinden, ob das, was Lear und Lazar sahen, real war. Peter Merlin ist ein Luftfahrthistoriker und Experte für das Flugzeugprogramm der US-Regierung. Mark Easter ist der internationale Leiter für Öffentlichkeitsarbeit von MUFON. MUFON ist die weltweit größte zivile UFO-Forschungsorganisation. Ihre erste Aufgabe ist es, Kameras aufzubauen, die den Himmel 48 Stunden lang ununterbrochen nach jeglichen Anzeichen von Aktivität absuchen werden. Wir befinden uns auf dem Highway 375 auf dem Weg zur Groom Lake Road hier. Und wir begeben uns auf diese Seite der Wüste und werden in diesem Gebiet Überwachungskameras installieren. Da besteht weniger Wahrscheinlichkeit, dass jemand darüber stolpert. Wir werden sie 48 Stunden dort lassen und schauen, was passiert. Ja.
Mystery Quest hat sich 3 Spezialkameras beschafft, um den Himmel über der Area 51 48 Stunden lang digital aufzuzeichnen. Die Kameras sind wetterfest und für Einsätze mit sich drastisch verändernden Lichtverhältnissen konstruiert. Mittels Infrarottechnologie werden sie auch nachts Bilder aufnehmen können. Doch eine mögliche Vertuschung durch die Regierung aufzudecken, ist kein Kinderspiel. Und fast sofort trifft die Untersuchung des Teams auf Widerstand. Kommt er zu uns oder bleibt er da? Weiß nicht. Mal sehen, was passiert. Mystery Quest ist in die Wüste Nevadas gereist, in der Hoffnung aufzudecken, ob die Regierung wahres Wissen über außerirdisches Leben und UFOs vertuscht. Seit Jahrhunderten wird rund um die Welt von Sichtungen unbekannter Flugobjekte berichtet. Manche sind der Überzeugung, dass altertümliche Kulturen von Außerirdischen besucht wurden. In Peru sind gigantische, nur aus der Luft erkennbare Zeichnungen von Tieren in ein hochgelegenes, sich über mehr als 80 Kilometer erstreckendes Wüstenplateau gescharrt. Sie werden die Nazca-Linien genannt, nach dem Volk, das sie vor über 3000 Jahren schuf. Einige vermuten, es habe sich um altertümliche Alien-Landebahnen gehandelt. Die Nazca-Linien sind Luftleitlinien, um einen Weg zur Nazca-Hochebene zu finden. Diese Markierungen, die von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Meter lang sind, zeigen die Richtung und Regionen an, in der sie landen konnten, um bestimmte Operationen durchzuführen. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg scheint eine neue Welle von UFO-Sichtungen eingeläutet zu haben. Der bis heute berühmteste angebliche Alien-Vorfall der Geschichte ereignete sich 1947 in Roswell, New Mexico. Es kam das Gerücht auf, dass das Militär eine abgestürzte fliegende Untertasse von einer Ranch nahe Roswell geborgen habe. Und seit Jahrzehnten gibt es Verdächtigungen, es habe ausgeklügelte Vertuschungsversuche gegeben. Teile und Leichen wurden geborgen. Die Nachricht verbreitete sich, bevor die nationalen Entscheidungsträger sie abwürgen konnten. Heute ist bekannt, dass Regierungen weltweit seit Jahrzehnten Akten über UFO-Sichtungen führen. Die USA haben ihre Akten noch nicht vollständig freigegeben. Doch 2008 öffnete die britische Regierung ihre Akten für die Öffentlichkeit. Die Berichte waren verblüffend. Tausende ungeklärter UFO-Sichtungen. Einer der unglaublichsten Vorfälle geschah einem amerikanischen Air Force-Piloten, Milton Torres. 1957 war Torres auf einem Stützpunkt der Royal Air Force im englischen Leeds stationiert. Erst kürzlich wurde er autorisiert, zu erzählen, was ihm tatsächlich widerfahren war. Sie rief mich zum Alarmstart. Es war völlig unglaublich. Es war ein Kampfeinsatz. Torres hatte Befehl, abzuschießen, was immer er dort oben finden würde. Ich hatte Feuerfreigabe mit 24er Raketen. Torres stieg auf 10 Kilometer. Die Wolken waren dicht und verdeckten die Sicht, doch das Bild auf seinem Radarschirm war klar. Das UFO befand sich in weniger als 1,5 Kilometer Entfernung. Es erschien so groß wie ein Fußballfeld und dennoch kreuzte es mit unglaublicher Geschwindigkeit im Zickzackkurs durch den Himmel.
Ich sah es mit etwa Mach 10, also 12.000 km/h aufsteigen. Weder unsere SR-71 noch unsere F-22 konnten annähernd eine solche Geschwindigkeit erreichen. Dann, plötzlich, verschwand das Radarbild fast so schnell, wie es aufgetaucht war. Doch man machte Torres schnell klar, dass er seine Erlebnisse für sich behalten solle. Am nächsten Tag kam der Geheimdiensttyp aus der Botschaft in London. Er sagte, Sie dürfen es weder Ihrer Frau erzählen, noch Ihrem Befehlshaber und niemandem im Geschwader, nicht mal Ihrem Flügelmann. Es war top secret. Wenn Sie irgendwas erzählen, werden wir Ihnen Ihre Fluglizenz entziehen. Ich habe hart gearbeitet, um Kampfpilot zu werden, also hielt ich den Mund. Viele sagen, dass Milton Torres nichts weiter beobachtete als eine Radaranomalie. Doch mehr als 50 Jahre danach ist er noch immer von seiner Sichtung überzeugt. Jedem, der mir in der Air Force irgendeinen Müll erzählt, von wegen Wetterballon, kann ich nur sagen, Wetterballons fliegen nicht mit Mach 10. Was immer es auch gewesen sein mag, ich wusste, dass es nicht von dieser Welt war. Seit Jahrzehnten tobt die Spekulation über eine immer noch andauernde Vertuschung von Alienwissen. Die Gerüchte werden genährt, da die Regierung offiziell keine Aussagen zur Area 51 macht. Man weiß allerdings, dass die sogenannte Area 51 zu einem 1955 errichteten Flugzeugtestgelände gehört. Heute bestätigen Satellitenbilder die Existenz von etwas, das ein Militärkomplex zu sein scheint. Zwei Dutzend Gebäude neben einer anderthalb Kilometer langen Startbahn. Sogar der Luftraum rund um die Area 51 ist Sperrgebiet. Sogar Luftaufklärung ist praktisch unmöglich. Flugzeugen ist der Überflug verboten. Sogar Astronauten sind in Schwierigkeiten geraten, weil sie aus Versehen Kameras auf dieses Gelände gerichtet haben. Die wenigen Menschen, die in der Ortschaft Rachel, Nevada, direkt außerhalb der Basis wohnen, berichten schon lange von seltsamen Vorkommnissen. Die ortsansässige Pat Londonclaws ist der Meinung, dass sie etwas Außerirdisches gesehen hat. Es war zwischen 9:30 und 9:30 nachts. Der Lichtstrahl strahlte etwa 2 Meter weit ins Zimmer und erleuchtete den gesamten Türrahmen. Ob ich weiß, was in der Area 51 vor sich geht? Nein. Bin ich der Meinung, dass da alle möglichen Versuche gemacht werden, nicht nur mit Flugzeugen? Ja. Nachdem sie die Kameras aufgebaut haben, nähert sich unser Team der Absperrung der Area 51 beim Versuch, den Stützpunkt zu inspizieren. Es gibt keinen offiziellen Haupteingang zur Area 51, doch egal von wo man sich ihr nähert, schnell wird klar, dass man nicht willkommen ist. Schilder warnen vor unbefugtem Betreten, während orange Pfosten eine fast unsichtbare Grenze markieren. Und das Team steht bereits unter Beobachtung. Sie haben sogar ferngesteuerte Kameras da oben. Der Typ ist nur da, falls wir die Grenze übertreten. Keine Ahnung, was für ein Teleobjektiv die da haben. Wahrscheinlich können sie von dort unser Nummernschild lesen. Die Wächter gehören zu einer privaten Sicherheitsfirma, die die Umgrenzung von Area 51 überwacht. Sie ist autorisiert, jeden zu verhaften, der sie überschreitet.
Eine junge Familie sitzt zusammen beim Abendessen. Plötzlich beginnen die Wände zu wackeln. Oh mein Gott, ein Erdbeben. Doch Geologen bestätigen, dass es kein Erdbeben ist und die Wetterdienste vermelden keine außergewöhnlichen Aktivitäten. Manche nennen dieses rätselhafte Ereignis ein Himmelsbeben, doch dessen Ursachen sind völlig ungeklärt. Eine von vielen Theorien besagt, dass diese Beben von einem Flugzeug verursacht werden, das in der Area 51 entwickelt wurde und so schnell fliegt, dass es nicht einfach nur Überschall, sondern Hyperschallflugzeug genannt wird. Die Regierung hat niemals dessen Existenz bestätigt, doch angeblich lautet sein Codename Aurora. Die Aurora ist eines der Flugzeuge, das wohl mehr Leute dazu gebracht hat, die Area 51 zu studieren als irgendetwas sonst. Es soll in der Lage sein, schneller als Mach 5 zu fliegen. Mach 5 sind rund 6000 Kilometer pro Stunde. Doppelt so schnell wie jedes bekannte, je gebaute Flugzeug. Die Gerüchte über Aurora wurden von mysteriösen Kondensstreifen beflügelt, die keinen bisher bekannten zu gleichen scheinen. Fotografien zeigen bizarre Kondensstreifen, die aus kreisförmigen, gleichmäßig entlang einer Linie aufgereihten Formen bestehen. Aurora-Projekt-Anhänger verweisen auf die Sichtungen dieser mysteriösen Kondensstreifen am Himmel, die beschrieben werden als Donuts auf einem Seil oder einer Perlenkette. Dahinter steckt die Vorstellung, dass das höchst innovative Antriebssystem des Aurora-Flugzeuges diese charakteristische Art von Kondensstreifen erzeugt. Die unglaublichen Fähigkeiten der hypothetischen Aurora führten zu Spekulationen, dass hinter einem solch leistungsfähigen Flugzeug außerirdische Technologie stecken muss. Doch bisher gab es keinen Beweis dafür. Trotz jahrelanger Gerüchte hat es bisher noch nie irgendwelche handfesten Beweise gegeben, dass dieses Flugzeug existiert. Die Area 51 ist möglicherweise nicht das einzige geheime Militärtestgelände, das mit Aliens in Verbindung gebracht wird. Viele Verschwörungstheoretiker vermuten, dass es ein über die ganze Welt verteiltes Netzwerk von Anlagen zur Alienforschung geben könnte. Diese Sache hat inzwischen weltweite Auswirkungen und da braucht man Unterstützung, Logistik und Landeplätze für Raumschiffe. Jeder Ort, an dem das Space Shuttle eine Notlandung durchführen kann, gehört zum Area 51-System. Manche behaupten, zu diesem Netzwerk gehöre das Atlantic Undersea Test and Evaluation Center, kurz ATEC. Die erste Anlaufstation der Navy zur Erprobung neuer Technologien. Der Stützpunkt liegt auf der Bahamas-Insel Andros. Die haben da ein natürliches Labor für die Erprobung von U-Boot-Technologie. Und wenn man sich ein U-Boot vorstellt, bekommt man einen guten Eindruck davon, was ein UFO ist. Im Prinzip nichts anderes als ein U-Boot, das aus dem Meer kommt, in die Luft steigt und in den Weltraum fliegen kann. Ein weiterer Ort, der angeblich zu diesem Netzwerk neuer Geheimbasen gehört, liegt 1300 Kilometer von der Area 51 entfernt in Green River, Utah. Ende der 1990er kam die Behauptung auf, die Area 51 wäre durch Horden von Touristen gefährdet und die Regierung hätte ihre Operationen an einen anderen Ort verlegt. Glenn Campbell untersucht schon seit 15 Jahren die Militärbasen in der Wüste Nevadas. Er überprüft die Gerüchte, die den Komplex in Utah möglicherweise mit dem UFO-Forschungsnetzwerk in Verbindung bringen.
Das scheint es zu sein. Wir nähern uns einem Zugangstor. Das ist der Hauptraketenabschusskomplex. Dies ist das Herz dieser angeblich geheimen Anlage. Ich werde es mal unter die Lupe nehmen. Die Anlage war einst Teil eines Raketentestgebiets namens White Sands. Aus Richtung Westen ist gerade ein schwerer Sturm im Anmarsch. Das dürfte der zentrale Abschusskomplex sein. Er scheint im Zentrum der Anlage zu liegen. Keine Ahnung, was hier drin ist. Die große Stahltür versperrt alles. Glenn Campbells Suche offenbart ganz eindeutig eine aufgegebene Militäranlage. Schutt und Kabel bedecken den Boden. Vor allem aber findet sich keinerlei Hinweis auf Forschungsaktivitäten in Sachen Aliens oder irgendetwas sonst. Es mag natürlich immer eins von diesen geheimen Gebäuden geben, aber der Punkt ist, es gibt keine Infrastruktur mehr, es gibt keine Aktivität, keine ankommenden oder abfahrenden Lastwagen, keine Leute. Das ist eine tote Anlage, das ist nicht die neue Area 51. Einige sind davon überzeugt, dass in der Wüste Indizien liegen. Unser Team ist auf der Jagd nach diesen Indizien. Peter Merlin wurde auf eine Stelle außerhalb der Area 51 aufmerksam, an der es einst einen Absturz gab. Wie hast du von dieser Stelle erfahren? Ich habe durch ein paar Rancher davon erfahren, die 1967 hier draußen lebten. Irgendetwas kam aus dem Himmel gerast, krachte in die Wüste und explodierte. Ziemlich bald kamen Air Force-Leute in Hubschraubern und Lastwagen an, verscheuchten sie von ihrem Land und befahlen ihnen zu vergessen, was sie gesehen hatten. Und dann sammelten sie die Überreste ein. Doch ein Teil haben sie übersehen. Hey, hast du schon mal so verbogenes Metall gesehen? Habe ich nicht. Das ist unglaublich. Welche Wucht. Das muss mit extremer Geschwindigkeit in den Boden geschlagen sein. Keine Ahnung, was das für eine Legierung ist. Als würde man auf eine Bierdose treten, als hätte es sich geradewegs reingebohrt. Aber es gibt hier keinen Einschlagskrater. Ich denke nicht, dass es hier aufschlug. Es muss woanders aufgeschlagen sein und die Teile überall verteilt haben. Das Teil ist zu groß, um es zur Untersuchung mitzunehmen. Das Team beschließt, sich zu trennen und die Wüste nach kleineren Trümmern abzusuchen. Wir suchen hier draußen nicht einfach nur nach Flugzeugteilen. Man kann nicht davon ausgehen, dass das, was wir suchen, von Menschen gemacht ist. Man muss offen sein, für was auch immer. Wenn ich einem Teil nicht traue, werde ich es nicht anfassen, bevor wir es nicht mit dem Geigerzähler überprüft haben. Die Wüste Nevadas war der Ort zahlreicher Atomtests. Vorsicht ist oberstes Gebot. Pete, hier ist was. Schau dir das mal an. Bring unbedingt den Geigerzähler mit. Mach ich. Das verbogene Metallstück ist etwa 15 cm lang. Und die kleinen Kreise scheinen Schrauben oder Nietenlöcher zu sein. Okay, sieht sauber aus.
Was meinst du? Stark verbogen. Scheint einer immensen Kraft ausgesetzt gewesen zu sein. Ist sauber. Es liegt windabwärts von dem Teil, das du gefunden hast. Direkt entlang der Flugbahn. Man kann erkennen, dass es hier geformt ist, aber auf dieser Seite zackig. Das ist definitiv von etwas Größerem abgerissen. Stammen diese Löcher von der Hitze? Das ist eher ein präzises Loch. Vermutlich ein Schraubenloch. Sie werden das eingesammelte Beweisstück an das Wissenschaftsteam schicken, um seine Herkunft zu erkunden. Ein wunderbarer Fund. Mystery Quest untersucht, ob die US-Regierung in der Area 51 und an anderen Orten ein UFO-Erforschungsprogramm versteckt. Es gibt nur einen Ort, von dem aus man eine klare Sicht auf die Area 51 hat. Er nennt sich Tickaboo Peak, ein 2,5 Kilometer hoher Gipfel in 42 Kilometern Entfernung zu dem Stützpunkt. Das Team wird von Glenn Campbell angeführt, der bereits viele Exkursionen leitete und mit dem verborgenen Pfad auf den Gipfel vertraut ist. Doch dieser Ausflug ist kein gewöhnlicher. Das ist aber groß. Dies ist das größte Teleobjektiv, das je auf den Tickaboo Peak gebracht wurde. Es kann 66 Mal weiter zoomen als eine gewöhnliche Linse. Die Gruppe macht gute Fortschritte auf ihrem Weg zum Gipfel. Plötzlich taucht ein Kampfjet auf. Der Typ hat diesen Gipfel dreimal umkreist. Und ich frage mich, weiß er, dass wir hier sind? Sieht er uns? Der Jet fliegt mehrfach vorbei. Der kommt ganz schön weit runter. Direkt durch das Tal da. Es wird offensichtlich, dass das Militär das Team im Auge behält. Bring deine Kamera hier rauf, schnell! Komm ja schon! Plötzlich taucht ein Militärhubschrauber auf. Die müssen wegen uns hier sein. Umkreist er den Gipfel? Tut er. Der ist wegen uns da. Natürlich ist er das. Der Helikopter ist vom Typ Black Hawk und ohne Kennzeichnung, wie er oft von Spezialeinheiten verwendet wird. Die haben sich noch nie um uns hier geschert. Hier oben auf dem Gipfel werden sie uns in Ruhe lassen. Aber wenn wir wieder unten sind, kann es sein, dass der Sheriff oder die örtliche Polizei auf uns warten. Da ist er wieder, der Hubschrauber. Er ist direkt über dem Tickaboo Peak. Er soll uns überwachen. Einen anderen Grund gibt es nicht. Der Hubschrauber kreist 20 Minuten lang und verschwindet dann so plötzlich, wie er aufgetaucht war. Ich habe echt kein gutes Gefühl.
Das Trümmerteil aus der Wüste ist bei dem Wissenschaftlerteam eingetroffen. Dr. Jerry Delaney von der Rutgers University wird die Untersuchung leiten. Er benutzt dazu eine Elektronenmikrosonde, die fast 100% aller Elemente ermitteln kann, aus denen ein Objekt besteht. Dr. Delaney sucht nach allem, was außerirdischen Ursprungs sein könnte. Es gibt sehr typische Eigenschaften, die klare Anzeichen für eine Reise durch die Erdatmosphäre sind. Alles, was durch die Atmosphäre eindringt, ganz gleich, ob ein daumengroßer Stein oder ein Raumschiff, wird sich erwärmen und kann unter bestimmten Umständen eine Kruste bilden. Die Elektronenmikrosonde erzeugt einen Elektronenstrahl. Und das wiederum erzeugt Röntgenstrahlen und die werden mir die Zusammensetzung des Objekts verraten. Die Information wird einem Computer übermittelt, der die chemische Zusammensetzung der Probe identifiziert. Mal sehen. Meine Güte. Oh. Ist nicht, was ich erwartet habe. Allerdings handelt es sich um eine sehr typische irdische Legierung. Messing. Dieses Objekt sieht also nach etwas von Menschen gemachtem aus. Vielleicht von einem Fahrzeug, einer Landwirtschaftsmaschine, etwas Militärischem, keine Ahnung. Aber alles an ihm sagt, irdischer Ursprung. Das Team setzt seine Untersuchung fort. Kameraüberwachung könnte den Beweis für eine Verschwörung erbringen, während auf dem Gipfel des Tickaboo Peak neue Indizien entdeckt werden. Das sieht nach einem neuen Gebäude aus. Ich habe dieses Ding da früher noch nicht gesehen. Mystery Quest befindet sich tief in der Wüste Nevadas und versucht, das Rätsel außerirdischen Lebens in der Area 51 zu lösen. Dieser Linienpilot ist überzeugt, dass die Regierung in der Area 51 außerirdische Technologie analysiert und nachbaut. Dieser Air Force-Pilot behauptet, er sei in 10 Kilometern Höhe einem außerirdischen Raumschiff begegnet. Und diese Forscher versuchen, neue Informationen zu gewinnen, indem sie mittels eines leistungsfähigen, hochauflösenden Objektivs einen Blick in die Basis werfen. Das Team ist 2.500 Meter bergauf geklettert, um die detailreichsten Bilder einzufangen, die je von der Area 51 gemacht wurden. Überwachungshubschrauber und Kampfjets haben die Expedition umkreist und scheinen zu bestätigen, dass es dort etwas gibt, was das Militär nicht preisgeben möchte. Na also, da ist es. Das wolltet ihr sehen. Area 51. Das Team betrachtet vor kurzem aufgenommene Satellitenbilder, die den Stützpunkt aus der Vogelperspektive zeigen. Sie vergleichen diese Bilder mit dem, was sie durch das hochauflösende Objektiv sehen. Neue Bauabschnitte würden beweisen, dass die Anlage von Area 51 noch immer erweitert wird. Wir kennen die Funktion der meisten Hangars. Der ist zum Beispiel für die A-12. Je mehr wir über die Basis wissen, umso weniger Unbekannte bleiben übrig. Das Team inspiziert die Basis durch das leistungsfähige Objektiv. Mehrere Gebäude und Landebahnen sind auf dem Monitor zu erkennen. Doch man sieht weder Autos noch Menschen. Dann bemerkt Glenn Campbell etwas. Das sieht nach einem neuen Gebäude aus.
Ich habe dieses Ding da früher jedenfalls noch nicht gesehen. Was meinst du? Wozu dient es? Es ist groß. Wozu brauchen die einen so großen Hangar? Campbell entdeckt einen großen Hangar, der auf dem Satellitenbild nur viel kleiner aussieht. Und etwas Neues impliziert ein neues Programm, oder? Das ist selbstverständlich kein Beweis, dass hier Alien-Technologie erforscht wird. Aber die neuen Bauarbeiten beweisen zumindest, dass die Area 51 noch in Betrieb ist. Hast du irgendeine Ahnung, was sie vorhaben mit dem, was sie hier versteckt halten? Was die Luftfahrtseite des Ganzen betrifft, erwarte ich, dass hier Hightech-Demonstrationsflugzeuge entwickelt werden, neue Stealth-Technologie und unbemannte Flugzeuge. Was alles andere betrifft, keine Ahnung. Das Team macht sich an den Abstieg, um die mehr als 48 Stunden Luftraumüberwachung einzusammeln, welche die Wüstenkameras aufgenommen haben. Das Filmmaterial zeigt zwei potenzielle Sichtungen. In einer Szene scheint ein Objekt am Himmel über der Bergkette aufzutauchen und dann zügig zu verschwinden. In der zweiten schweben Lichter am Horizont. Doch bei genauerem Hinsehen erweist sich, dass diese Anomalien keine Indizien für UFOs darstellen. Die erste stellte sich als spontane Wolkenbildung heraus. Im zweiten Video erscheint eine Reihe von Lichtern am Horizont. Nachdem es das Material genauer gesichtet hat, beschließt das Team jedoch, dass es sich dabei höchstwahrscheinlich um Scheinwerfer vorbeifahrender Autos handelt. Die Expedition hat einige wichtige neue Informationen zutage gefördert. Das Team hat ermittelt, dass das US-Militär in der sogenannten Area 51 noch immer Flugzeugentwicklung und Erprobung betreibt. Es hat auch bewiesen, dass die Regierung seine dort betriebenen Geheimprogramme unbedingt vor fremden Augen schützen möchte. Und es konnte ein neuer Bericht zu Protokoll genommen werden, dass ein US Air Force Pilot von offizieller Seite gedrängt wurde über seine Noch mehr Spekulationen ranken sich um die US-Regierung und was sie darüber weiß. Doch inmitten all der bloßen Theorien scheint eines gewiss, dass die Öffentlichkeit nicht alles erfährt. Es gibt unzählige Verschwörungstheorien um die Area 51. Sie dient den Leuten als freie Projektionsfläche für ihre Ängste. Obwohl bei weitem nicht alle dokumentiert wurden, gibt es tausende aktenkundige UFO-Sichtungen und angebliche Kontakte mit Außerirdischen. Von einem mysteriösen Absturz 1897, 6 Jahre vor dem ersten Flugversuch der Wright-Brüder, über die Schlacht von Los Angeles 1942, als UFO-Sichtungen einen massiven Flakbeschuss über der Stadt auslösten. Bis zum berühmtesten angeblichen UFO-Absturz der US-Geschichte in Roswell, New Mexico. Wenn ich für Militär und Regierung verantwortlich wäre, würde ich genauso handeln und alles geheim halten. Seit Jahrzehnten vermuten Verschwörungstheoretiker einen Ort im Zentrum dieser Vertuschung durch die Regierung, die Area 51. Das militärische Sperrgebiet befindet sich mitten in der Wüste von Nevada, 140 Kilometer nördlich von Las Vegas. Der Name bezieht sich auf eine Gitternummer, die sich auf einer alten Karte der größeren Einrichtung namens Nevada Test and Training Range findet.
Fast unmittelbar nach der Errichtung 1955 kamen Berichte von seltsamen und ungewöhnlichen Aktivitäten auf. Die Existenz des Gebiets ist noch nicht einmal offiziell dokumentiert. Bis vor kurzem wurde geleugnet, dass es überhaupt existiert, obwohl die Leute davon wussten. Mysteriös. Im Laufe der Jahre konnte man sich mehr und mehr ein Bild von diesem geheimnisvollen Ort machen. Viele sind der Meinung, dass er vor allem als Versuchsgelände für das geheime Spionageflugzeugprogramm der Regierung dient. Heutzutage ist die Area 51 sehr geschäftig. Sie haben neue Landebahnen und neue Hangars gebaut. Es gibt jetzt rund 2 Dutzend Hangars. Ein Indiz dafür, dass dort viele Programme am Laufen sind. Area 51 wurde als Testbasis für geheime Flugzeuge und Waffensysteme errichtet. Das ist alles, was wir mit Sicherheit wissen und alles, worauf Beweise schließen lassen. Doch Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass diese geheimen Waffensysteme nur zur Verschleierung der Wahrheit dienen. 1989 etwa gab es Behauptungen von Programmen weit jenseits von Spionageflugzeugen. Da draußen gibt es eine riesige unterirdische Basis und dort arbeiten sie mit den Außerirdischen. Das mag unglaublich erscheinen, aber dort gibt es überall Aliens. Wenn wir alles miterleben könnten, was da gemacht wird, wären wir völlig von den Socken. Wir könnten uns all die verschiedenen Versuche dort gar nicht vorstellen, geschweige denn die Technologie verstehen. Mystery Quest will versuchen, mögliche Beweise für Vertuschungen der Regierung aufzudecken. Unser Team wird nach physischen Indizien von UFOs in der Wüste um Area 51 Ausschau halten. Dazu werden sie aktenkundige Absturzstellen absuchen. Pete, wir haben hier was. Schau dir das mal an. Das wissenschaftliche Team wird geborgene Metalltrümmer untersuchen und bestimmen, ob sie irdischen oder außerirdischen Ursprungs sind. Was haben wir da? Wir werden zudem mit einem ehemaligen US Air Force Piloten sprechen, der behauptet, die Regierung versuche aktiv, Wissen um Begegnungen mit Außerirdischen zu unterdrücken. Es war top secret. Sie dürfen es weder Ihrer Frau noch Ihrem Befehlshaber noch dem Geschwader erzählen. Das Team wird zudem Kameras rund um den Stützpunkt positionieren und nach jeglichen Anomalien Ausschau halten, die im Wüstenhimmel erscheinen könnten. Es wird ein leistungsfähiges Teleobjektiv benutzen, um weiter in die Area 51 hineinspähen zu können als je zuvor. Da ist es. Wir werden eine neue Örtlichkeit untersuchen, um festzustellen, ob die Regierung heute andernorts Alien-Experimente durchführt. Jahrzehntelang fand der Betrieb der Area 51 im Geheimen statt. Viele sind der Meinung, dass es in der Area 51 UFO-Aktivitäten gibt. Nicht ohne Grund, angesichts all der Geheimhaltung. Und Bob Lazar hat die Katze aus dem Sack gelassen. 1989 behauptete der umstrittene selbsternannte Physiker Robert Lazar, dass die Regierung in der Area 51 außerirdische Raumfahrzeuge erprobte. Eines Nachts kam Bob vorbei und sagte, ich habe eine Untertasse gesehen. Ich fragte, von uns oder von denen? Er sagte, von denen. John Lear, ein pensionierter Pilot, ist ein enger Freund von Robert Lazar. Lear behauptet, Lazar habe ihm erzählt, er habe in der Area 51 an der Analyse von Antriebssystemen außerirdischer Raumfahrzeuge gearbeitet. Diese Raumschiffe konnten angeblich Millionen von Kilometern in einer Stunde zurücklegen, indem sie eine atomare Substanz namens Element 115 benutzten.
Der Raum ist ein dehnbares Gewebe. Wir stellen ihn uns als etwas Kaltes vor. Dort gibt es nur ein Wasserstoffatom pro Quadratmeter. Und wenn man in 12 Millisekunden 1,5 Millionen Kilometer zurücklegen kann, dann ist das verdammt schnell. Um seine Behauptungen zu beweisen, führte Bob Lazar im März 1989 John Lear zu einem Punkt außerhalb des Stützpunktes. Er sagte ihm genau, wo und wann er mit eigenen Augen ein außerirdisches Raumschiff sehen würde. Er stieg herab und alle sagten, da ist es. Ich konnte das Gelbe sehen und das Goldfarbene. Es strahlte und stieg herab. Und ich konnte sehen, wie es den Bergen näher kam. Es hatte die klassische Untertassenform. Wenn man zwei Teller aufeinander legen würde, das wäre eine fliegende Untertasse. Genau das sah ich. Wir sind an einem geheimen Versuchsgelände und vor ein paar Minuten sahen wir eins der außerirdischen UFOs der Regierung. Wir haben das etwa 7 oder 8 Minuten beobachtet. Lear war völlig verblüfft und bis heute ist er überzeugt, dass es nicht von dieser Welt war. Es war genau an dem Tag, in der Nacht und zu der Zeit, als es auftauchte. Er musste also dort gearbeitet haben und an dem Programm beteiligt gewesen sein, um an solche Informationen zu kommen. Unser Team befindet sich in der Nähe der Area 51. Es will herausfinden, ob das, was Lear und Lazar sahen, real war. Peter Merlin ist ein Luftfahrthistoriker und Experte für das Flugzeugprogramm der US-Regierung. Mark Easter ist der internationale Leiter für Öffentlichkeitsarbeit von MUFON. MUFON ist die weltweit größte zivile UFO-Forschungsorganisation. Ihre erste Aufgabe ist es, Kameras aufzubauen, die den Himmel 48 Stunden lang ununterbrochen nach jeglichen Anzeichen von Aktivität absuchen werden. Wir befinden uns auf dem Highway 375 auf dem Weg zur Groom Lake Road hier. Und wir begeben uns auf diese Seite der Wüste und werden in diesem Gebiet Überwachungskameras installieren. Da besteht weniger Wahrscheinlichkeit, dass jemand darüber stolpert. Wir werden sie 48 Stunden dort lassen und schauen, was passiert. Mystery Quest hat sich 3 Spezialkameras beschafft, um den Himmel über der Area 51 48 Stunden lang digital aufzuzeichnen. Die Kameras sind wetterfest und für Einsätze mit sich drastisch verändernden Lichtverhältnissen konstruiert. Mittels Infrarottechnologie werden sie auch nachts Bilder aufnehmen können. Doch eine mögliche Vertuschung durch die Regierung aufzudecken, ist kein Kinderspiel. Und fast sofort trifft die Untersuchung des Teams auf Widerstand. Kommt er zu uns oder bleibt er da? Weiß nicht. Mal sehen, was passiert. Mystery Quest ist in die Wüste Nevadas gereist, in der Hoffnung aufzudecken, ob die Regierung wahres Wissen über außerirdisches Leben und UFOs vertuscht. Seit Jahrhunderten wird rund um die Welt von Sichtungen unbekannter Flugobjekte berichtet. Manche sind der Überzeugung, dass altertümliche Kulturen von Außerirdischen besucht wurden.
In Peru sind gigantische, nur aus der Luft erkennbare Zeichnungen von Tieren in ein hochgelegenes, sich über mehr als 80 Kilometer erstreckendes Wüstenplateau gescharrt. Sie werden die Nazca-Linien genannt, nach dem Volk, das sie vor über 3000 Jahren schuf. Einige vermuten, es habe sich um altertümliche Alien-Landebahnen gehandelt. Die Nazca-Linien sind Luftleitlinien, um einen Weg zur Nazca-Hochebene zu finden. Diese Markierungen, die von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Meter lang sind, zeigen die Richtung und Regionen an, in der sie landen konnten, um bestimmte Operationen durchzuführen. Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg scheint eine neue Welle von UFO-Sichtungen eingeläutet zu haben. Der bis heute berühmteste angebliche Alien-Vorfall der Geschichte ereignete sich 1947 in Roswell, New Mexico. Es kam das Gerücht auf, dass das Militär eine abgestürzte fliegende Untertasse von einer Ranch nahe Roswell geborgen habe. Und seit Jahrzehnten gibt es Verdächtigungen, es habe ausgeklügelte Vertuschungsversuche gegeben. Teile und Leichen wurden geborgen. Die Nachricht verbreitete sich, bevor die nationalen Entscheidungsträger sie abwürgen konnten. Heute ist bekannt, dass Regierungen weltweit seit Jahrzehnten Akten über UFO-Sichtungen führen. Die USA haben ihre Akten noch nicht vollständig freigegeben. Doch 2008 öffnete die britische Regierung ihre Akten für die Öffentlichkeit. Die Berichte waren verblüffend. Tausende ungeklärter UFO-Sichtungen. Einer der unglaublichsten Vorfälle geschah einem amerikanischen Air Force-Piloten, Milton Torres. 1957 war Torres auf einem Stützpunkt der Royal Air Force im englischen Leeds stationiert. Erst kürzlich wurde er autorisiert, zu erzählen, was ihm tatsächlich widerfahren war. Sie rief mich zum Alarmstart. Es war völlig unglaublich. Es war ein Kampfeinsatz. Torres hatte Befehl, abzuschießen, was immer er dort oben finden würde. Ich hatte Feuerfreigabe mit 24er Raketen. Torres stieg auf 10 Kilometer. Die Wolken waren dicht und verdeckten die Sicht. Doch das Bild auf seinem Radarschirm war klar. Das UFO befand sich in weniger als 1,5 Kilometer Entfernung. Es erschien so groß wie ein Fußballfeld und dennoch kreuzte es mit unglaublicher Geschwindigkeit im Zickzackkurs durch den Himmel. Ich sah es mit etwa Mach 10, also 12.000 km/h aufsteigen. Weder unsere SR-71 noch unsere F-22 konnten annähernd eine solche Geschwindigkeit erreichen. Dann, plötzlich, verschwand das Radarbild fast so schnell, wie es aufgetaucht war. Doch man machte Torres schnell klar, dass er seine Erlebnisse für sich behalten solle. Am nächsten Tag kam der Geheimdiensttyp aus der Botschaft in London. Er sagte, Sie dürfen es weder Ihrer Frau erzählen, noch Ihrem Befehlshaber und niemandem im Geschwader, nicht mal Ihrem Flügelmann. Es war top secret. Wenn Sie irgendwas erzählen, werden wir Ihnen Ihre Fluglizenz entziehen. Ich habe hart gearbeitet, um Kampfpilot zu werden, also hielt ich den Mund. Viele sagen, dass Milton Torres nichts weiter beobachtete als eine Radaranomalie. Doch mehr als 50 Jahre danach ist er noch immer von seiner Sichtung überzeugt. Jedem, der mir in der Air Force irgendeinen Müll erzählt, von wegen Wetterballon, kann ich nur sagen, Wetterballons fliegen nicht mit Mach 10. Was immer es auch gewesen sein mag, ich wusste, dass es nicht von dieser Welt war.
Seit Jahrzehnten tobt die Spekulation über eine immer noch andauernde Vertuschung von Alienwissen. Die Gerüchte werden genährt, da die Regierung offiziell keine Aussagen zur Area 51 macht. Man weiß allerdings, dass die sogenannte Area 51 zu einem 1955 errichteten Flugzeugtestgelände gehört. Heute bestätigen Satellitenbilder die Existenz von etwas, das ein Militärkomplex zu sein scheint. Zwei Dutzend Gebäude neben einer anderthalb Kilometer langen Startbahn. Sogar der Luftraum rund um die Area 51 ist Sperrgebiet. Sogar Luftaufklärung ist praktisch unmöglich. Flugzeugen ist der Überflug verboten. Sogar Astronauten sind in Schwierigkeiten geraten, weil sie aus Versehen Kameras auf dieses Gelände gerichtet haben. Die wenigen Menschen, die in der Ortschaft Rachel, Nevada, direkt außerhalb der Basis wohnen, berichten schon lange von seltsamen Vorkommnissen. Die ortsansässige Pat Londonclaws ist der Meinung, dass sie etwas Außerirdisches gesehen hat. Es war zwischen 8:30 und 9:30 nachts. Der Lichtstrahl strahlte etwa 2 Meter weit ins Zimmer und erleuchtete den gesamten Türrahmen. Ob ich weiß, was in der Area 51 vor sich geht? Nein. Bin ich der Meinung, dass da alle möglichen Versuche gemacht werden, nicht nur mit Flugzeugen? Ja. Nachdem sie die Kameras aufgebaut haben, nähert sich unser Team der Absperrung der Area 51 beim Versuch, den Stützpunkt zu inspizieren. Es gibt keinen offiziellen Haupteingang zur Area 51, doch egal von wo man sich ihr nähert, schnell wird klar, dass man nicht willkommen ist. Schilder warnen vor unbefugtem Betreten, während orange Pfosten eine fast unsichtbare Grenze markieren. Und das Team steht bereits unter Beobachtung. Sie haben sogar ferngesteuerte Kameras da oben. Der Typ ist nur da, falls wir die Grenze übertreten. Keine Ahnung, was für ein Teleobjektiv die da haben. Wahrscheinlich können sie von dort unser Nummernschild lesen. Die Wächter gehören zu einer privaten Sicherheitsfirma, die die Umgrenzung von Area 51 überwacht. Sie ist autorisiert, jeden zu verhaften, der sie überschreitet. Eine junge Familie sitzt zusammen beim Abendessen. Plötzlich beginnen die Wände zu rütteln. Oh mein Gott, ein Erdbeben. Doch Geologen bestätigen, dass es kein Erdbeben ist und die Wetterdienste vermelden keine außergewöhnlichen Aktivitäten. Manche nennen dieses rätselhafte Ereignis ein Himmelsbeben, doch dessen Ursachen sind völlig ungeklärt. Eine von vielen Theorien besagt, dass diese Beben von einem Flugzeug verursacht werden, das in der Area 51 entwickelt wurde und so schnell fliegt, dass es nicht einfach nur Überschall, sondern Hyperschallflugzeug genannt wird. Die Regierung hat niemals dessen Existenz bestätigt, doch angeblich lautet sein Codename Aurora. Die Aurora ist eines der Flugzeuge, das wohl mehr Leute dazu gebracht hat, die Area 51 zu studieren als irgendetwas sonst. Es soll in der Lage sein, schneller als Mach 5 zu fliegen. Mach 5 sind rund 6000 Kilometer pro Stunde. Doppelt so schnell wie jedes bekannte, je gebaute Flugzeug.
Die Gerüchte über Aurora wurden von mysteriösen Kondensstreifen beflügelt, die keinen bisher Bekannten zu gleichen scheinen. Fotografien zeigen bizarre Kondensstreifen, die aus kreisförmigen, gleichmäßig entlang einer Linie aufgereihten Formen bestehen. Aurora-Projekt-Anhänger verweisen auf die Sichtungen dieser mysteriösen Kondensstreifen am Himmel, die beschrieben werden als Donuts auf einem Seil oder einer Perlenkette. Dahinter steckt die Vorstellung, dass das höchst innovative Antriebssystem des Aurora-Flugzeuges diese charakteristische Art von Kondensstreifen erzeugt. Die unglaublichen Fähigkeiten der hypothetischen Aurora führten zu Spekulationen, dass hinter einem solch leistungsfähigen Flugzeug außerirdische Technologie stecken muss. Doch bisher gab es keinen Beweis dafür. Trotz jahrelanger Gerüchte hat es bisher noch nie irgendwelche handfesten Beweise gegeben, dass dieses Flugzeug existiert. Die Area 51 ist möglicherweise nicht das einzige geheime Militärtestgelände, das mit Aliens in Verbindung gebracht wird. Viele Verschwörungstheoretiker vermuten, dass es ein über die ganze Welt verteiltes Netzwerk von Anlagen zur Alienforschung geben könnte. Diese Sache hat inzwischen weltweite Auswirkungen und da braucht man Unterstützung, Logistik und Landeplätze für Raumschiffe. Jeder Ort, an dem das Space Shuttle eine Notlandung durchführen kann, gehört zum Area 51-System. Manche behaupten, zu diesem Netzwerk gehöre das Atlantic Undersea Test and Evaluation Center, kurz ATEC. Die erste Anlaufstation der Navy zur Erprobung neuer Technologien. Der Stützpunkt liegt auf der Bahamas-Insel Andros. Die haben da ein natürliches Labor für die Erprobung von U-Boot-Technologie. Und wenn man sich ein U-Boot vorstellt, bekommt man einen guten Eindruck davon, was ein UFO ist. Im Prinzip nichts anderes als ein U-Boot, das aus dem Meer kommt, in die Luft steigt und in den Weltraum fliegen kann. Ein weiterer Ort, der angeblich zu diesem Netzwerk neuer Geheimbasen gehört, liegt 1300 Kilometer von der